Ich muss nochmal, ich habe gerade eben erst auf Facebook geteilt. Mich fliegen schon die Fliegen an. We can speak Texans. Yeah, call, slap me Sally. Yeah, slap my ass and call me Sally. Weeha! So. Aber das stimmt wirklich, wenn man besoffen ist, kann ich Englisch reden wie ein Amerikaner. Also, wenn ich besoffen bin, kann ich altgotisch. Was redet er? Keltisch. Bodica. Ja. Oh Mann, die Super Bodicas. Du schläfst in der Daniele. Ich esse das nicht ganz, sonst wird mir noch schlechter. Wir haben noch einiges vor uns. Uah. Boah, Leute, Orangen geht. Alter, was? Ich liebe dich! Nimm meine Bonbons, bitte! Boah, so widerlich einfach nur. So eine Kackpampe. Boah. Meine Orange ging noch, aber ist einfach nur eklig. Was wieder, das schmeckt einfach nur wie Chemie. Nur. Also wirklich, guck mal hier, kennt ihr das, wenn es so zuckrig ist? Hühnchen, Popühnchen, das lassen wir mal da schön rumhühnern. Die Wildschweine greifen, glaube ich, nur an, wenn man die angreift, ne? Nee, ach du Scheiße! Ach, Hilfe! Na, supergeil. So viel mal dazu. Und das Wildschwein hat gerade auch das Hühnchen noch schnell angegriffen. Ich hätte nicht damit gerechnet. Ich dachte, die greifen nur an, wenn man die irgendwie und so, ne, belästigt und so. Moment. Ja, müssen wir uns die Sachen wiederholen und ich glaube, das erledigen wir am besten mal sofort, bevor die Sachen weg sind. Die Bären da oben möchte ich auch nicht zwingend angreifen. Tja, da bin ich also im Optionsmenü. Lehne ich mich mal zurück und... Ach, was mache ich denn jetzt? Mal überlegen, was ich heute noch machen muss. Heute ist Sonntag. Ne, oder? Doch, heute ist Sonntag. Heute ist ja Gamescom-Sonntag, stimmt ja. Ja, dann kipple ich mal links und rechts. Da muss ich auf jeden Fall noch hin. Auf der Uhr ist es jetzt 9, oder? Gucken. Ja, ist 9. Was mache ich denn da? Okay, ich muss noch duschen. Dann muss ich mich noch fertig machen. Dann muss ich mir noch... Ah, das neue Kleidchen wollte ich ja anprobieren, weil ich ja jetzt lange Haare habe. Dann sehe ich ja aus wie ein Mädchen. Bin eine bärtige Lady. Mal gucken. Vielleicht sehe ich ja eines Tages aus wie Vetter It. Man weiß es nicht. Und nach der Gamescom könnte ich dann doch eigentlich nochmal... Ich glaube, da gehe ich nochmal zum Rewe. Oder zum Penny oder sonst irgendwas. Ich könnte ja auch meinen Gedanken Product Placement betreiben. Nachher? Weiß ich nicht. Na, ist auch egal. So, jedenfalls zu Rewe. Und dann wollte ich mir noch kaufen eine Milch und 6 Eier. Doch, 6 Eier sind gut. Ja, dann nicke ich erstmal. Und vielleicht noch Klopapier. Ja, ich bin so ein bisschen hibbelig gerade. Ich hibbel hier auf und ab. Klopapier ist, glaube ich, ganz gut. Oder? Rutscht schon durch gerade. Ja, doch. Vor allen Dingen nach dem Spiel, also nach der Folge heute, kann man machen. Tja, und ansonsten? Tja, weiß ich gar nicht. Vielleicht gucke ich mal grimmig. Ja, grimmig gucken ist gut. Dann lehne ich mich nach vorne ein bisschen, oder? Ja? Ja, doch, nach vorne lehnen geht auch. Und grimmig gucken kann ich beides gut. Ja, was da steht, kann ich gar nicht... Was steht da? Da steht gar nichts. Ich bin nur eingeschlafen mit offenen Augen. Ach so. Ja, da wird mir alles klar. Wird mir was klar? Nee, ich glaube, ich bin aber zu dumm, oder? Ja, dann atme ich mal schwer. Huch. Oh, da... Was? Oh, ein Vogel. Was ist das denn? Was? Oh, da habe ich Druck auf der Kanüle. Was gucke ich denn da so ernst und konzentriert? Da steht doch was. Tja, weiß ich auch nicht. Raff ich alles nicht. Oh ja. So. Sackt ihr heute Abend was? Ach, guckt ihr heute Abend die Feuerwerke? Sackt ihr heute Abend? Das kann man hier nicht so gut lesen. Entschuldigung, das stand da so. Wir haben auch Gäste, wie man hört. Ach ja. Oh, Alter, voller Kopf, Alter, das geht doch nicht.
Was hier wieder? Neuen Haushalt beginnen, jawohl. Ich bin Nasenscheiben. Nasenscheiben, aha. Okay, wir haben noch ein bisschen was vor uns. Jetzt würde ich gerne eine... Ja, was für eine Frage. Oh, ein Eichhörnchen. Guck mal schnell. Schau mal schnell da oben. Da guck oben, mal da, da oben, da oben. Ja, Bobby. Oh. Was zur Hölle? Wie schön. Oh, wie putzig das Elfen. Auch voll süß. Jo, 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 da gibt's auch hier Eichhörnchen ohne Ende. Highlight. Auf der E3 haben wir auch Eichhörnchen gegessen übrigens. 20 Uhr allerdings, damit wir hier nicht immer um 9 Uhr morgens aufstehen müssen. Eichhörnchen! Eichhörnchen! Wo? Eichhörnchen, da! Eichhörnchen, boah, Eichhörnchen, der hat ja einen Riesenschwanz. Einen buschigen. Ah, Gott. Ja, nee, das ist extra. Ich habe ja auch so ein kleines Eichhörnchen. Und untenrum meinst du hier, damit das hier oben steht? Ja, Maishörnchen. Ich denke mal, das ist ein Eichhörnchen. Eigentlich wollten wir beide ja nach Mexiko düsen. Schmetterling. Das ist ein Schmetterling über dem Pool. Entschuldigung. Guck mal. Eichhörnchen, Schmetterling. Oh, boah, voll der Friesenschmetterling. Ja, Alter. Hättet voller, ihr den jetzt gesehen, dann hättet ihr hier sein. Voll der Schmetterkopter. Schmetterkopter. Krass. Der war echt schön. So was zum Knallen. Und dann sagt er das einfach nur so. Ohne. Ja. Das geht sogar. Schon wieder ein Eichhörnchen. Warte, übrigens. Hier sind immer Eichhörnchen. Achso. Hallo, Eichhörnchen! So, du hast deine Brusthaare verloren vom CSD. Warte. So. Boah, das ist so geil mit den Eichhörnchen. Ja, Entschuldigung, ich bin immer abgelenkt. Immer, ich kann jedes Thema moderieren, aber sobald da ein Eichhörnchen rumläuft, dann bin ich immer erstmal weg. Dann geh ich mal wieder aus dem Bild. So. Bei euch setzen sich die Eichhörnchen auf die Hand. Was? Zitat. Die meisten kennen die Geschichte eh, weil wir haben die schon mal irgendwann erzählt. Haben wir die wirklich schon erzählt? Ja, wir haben die doch immer, wir haben doch immer hingehalten. Alter, das Handtuch sieht voll zugekackt aus. Das wird richtig peinlich. Voll die Schmierspuren auf dem Handtuch. Alter, ich logge auf jeden Fall raus. Ich möchte kein Klopapier mehr. Häng das hinterher noch ans Bad, ans Klo, Alter. Und leg noch die Zähne so drauf. Aufs Klo legen. Und dann gehen wir noch einmal richtig schön mit der Hand so drüber. Boah. Warst du die Pizza im Dingens bei Sugar Factory? Boah, wo die Schokolade hinterher im Pizzakarton gesagt. Nein, ich bin nicht nervös. Nein, nein. Das ist doch alles Pillepalle hier. Oh, ein Telefonbuch, das zerreiße ich mal kurz. So, was kommt jetzt? Liebe Brigitte, ich habe dich sehr geliebt. Es ist schade, dass es mit unserer Beziehung nicht geworden ist. Aber ich bin da hier in der Olli Geissen Show, weil ich dich mal fragen wollte, ob wir es nicht nochmal versuchen wollen. Liebe Gitte, ich schenke dir hier das Röschen und gehe vor dir vor die Knie und frage dich, ob du meine Frau werden willst. So. Entschuldigung, ich war... Ich war gerade geistig weggetreten. Und da fahren die Penner mit dem Fahrstuhl einfach weg und lassen uns gehen, ist die Devise. Boah! Wow. Boah. Alter, das war eine komplette Hose. Alter! Was war das denn? Das war unsere Super. Geil. Man muss dazu sagen, wir haben ein sehr raffiniertes Sonnendeck da oben. Schön. Jetzt wird's warm. Wem gehört eigentlich diese rosane Luftmatratze? Hm? Ich habe drei gekauft, die ist genauso mir. Weißt du Bescheid? Oh geil, da ist Saft auf deinem Gummi. Ich probier mal was. Na, ja, hat ja super geklappt. Ja, okay. Na gut, an der Stelle mache ich mal ein Päuschen, wo man sich so schön abgeschossen hat und wir sehen uns eigentlich eine Marktlücke. Und meistens steht euch immer am besten die Naturfarbe. Ja, es gibt so viele Färbemittel, irgendwie schwarz, bla bla bla, aber einfach Naturfarben. Natur. Gibt's auch Henna. Ich nenne es Shampoo. Henna wirbt da genau damit. Shampoo. In Naturfarbe. Geil. So Musik eignet sich total geil. Oh.
Wir kommen näher! Alter! Nein, geh weg! Alter! Oh Gott! Was ist denn hier los? Boah, Alter, ich... Sag ich... Oh, Koble, Koble, Koble. Koble. Koble, Koble. Mist, das muss ich rausschneiden. Da hab ich ja schon wieder husten müssen, verdammte Axt. Ich hoffe, das mit dem Rausschneiden vergesse ich nicht, wahrscheinlich schon. Also hört er mich dann husten, wie ich hier seit der Erkältung... Elfmeterschießen, Leute, ich sage es. Es sei denn, Deutschland kommt jetzt und macht jetzt ein Tor. Achtung, Deutschland! Ja! Götze! Ja! Ja! Mario Götze, der Held von Deutschland. Boah, Gänsehaut. Frau Merkel ist auch dabei. Ja, was ist denn da los? Wir müssen zusammenspielen. Das war verdient. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass ich dieses Tor vorausgesagt habe. Ich hab das Gefühl, die erscheint hier irgendwo random im Flur oder sonst irgendwo. Ich meine, hey, Alter, was? Geh weg, ich will nicht mehr. Ich will das nicht mehr spielen. Ich habe mich spontan entschieden, ich spiele jetzt irgendwas anderes. Ich geh jetzt durch. Alter. Nee.